Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch vor diesem Paketberg sitze, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen wackeligen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mich gerade ein bisschen fresher geschminkt. Schaut mal mit diese Lippenkombi an von meinem Set. Ich habe hier aber noch ein paar Sachen bekommen. Ein Eau de Parfum von Les Destinations. Das ist immer noch von meinem Duftstars-Auftritt. Das habe ich ja moderiert, was so cool ist. Aber ja, deswegen habe ich so viele Parfums. Ich glaube, ich habe alle Gewinner bekommen. Ein paar neue Produkte von Elf Cosmetics, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas Neues ist. Nee. Bye Bye Pore Pressed. Das ist so ein Puder. So ein richtig schönes, porenverfeinendes Puder, wenn ihr sowas mögt. Dann die Superhero Mascara, auch allseits bekannt. Oh, ein Brow Power Brow Pencil. Oh, darauf bin ich gespannt. In der Farbe Universal Taupe. Dann die CC Nude Glow. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Bye Bye Under Eye und dann das Airbrush Powder, das Bye Bye Pores. Vielen Dank dafür. Was haben wir denn hier? Weihnachtliche Grüße von Jo Malone. Oh, ist das ein Kalender? Nein. Cool. Ich glaube aber, das werde ich auf TikTok oder so unboxen, weil das sieht wirklich cool aus. Ah ja, die habe ich mir... Oh, wollte ich mir die wegen herbestellt nochmal. Ich habe mir einen Rock bestellt. Ist aber sehr ähnlich meinem H&M Rock. Von Arkids. Ja genau, über H&M selber. Guck mal, der hat mehr Falten auf jeden Fall als mein anderer. Aber den lasse ich auf jeden Fall schon mal in der Umverpackung. Das zerstöre ich jetzt hier erstmal nicht. Anuka Honig bekommen von Anuka selber. Ich habe auch noch so eine Maske davon bekommen. Oh, was ich auch neu habe, was ich echt, worüber ich sehr gespannt bin, ist Air Up. Das ist so eine Flasche. Da macht man dann zum Beispiel Cola-Geschmack rein oder so. Und danach schmeckt es wohl nach Cola. Ich habe gedacht, komm, ich teste das mal aus und guck mal, ja, wie es ist. Ich habe hier einmal eine schwarze und einmal eine helle bekommen und dazu, glaube ich, auch noch so ein paar Sheets bekommen. Also da kommen solche so Dinger rein. Ich muss dringend diesen Raum mal aufräumen. Ich werde das während der Feiertage mal machen, dass ich wirklich hier alle Schränke wieder ordentlich mache, weil das ist aktuell eine kleine Katastrophe. Ansonsten habe ich noch einige Adventskalender bekommen und so weiter und so fort, aber ich werde jetzt erstmal dieses Chaos jetzt hier wieder aufräumen. Hello people, happy Samstag. Oh, das ist dunkler als die Realität. Wie geht's, wie steht's? Wir fahren gleich zum Einkaufszentrum. Wir haben, wie gesagt, Samstag. Heute wäre eigentlich das Conyos-Treffen. Wer ein Oldie but Goldie ist, weiß, dass meine Mädels hier wären. Das machen wir alle halbe Jahre oder so. Seit Corona hat sich das ein bisschen verändert. Aber dass wir uns alle bei einer treffen oder so und dann... Ja, eigentlich haben wir ausgemacht, dass wir auch die nächsten Male uns im Hotel treffen. Und ja, jetzt ist Nile aber noch so klein, dass ich ihn noch nicht über Nacht alleine lassen möchte. Also alleine, ohne mich lassen möchte. Und deswegen habe ich alle zu mir eingeladen, aber alle sind ja aktuell krank. Also wer von euch ist auch krank im Bett? Gute Besserung. Meine Familie war auch wirklich schwer dran jetzt mit, keine Ahnung, grippalen Infekten und so weiter. Und hoffe, dass ihr alle gesund durchkommt. Dann war es ein bisschen sehr stressig, deswegen habe ich nicht mehr gefilmt, beziehungsweise ich bin sehr müde. Also ich habe jetzt gerade auch 20 Minuten auf der Couch geschlafen. Ich bin einfach sehr müde so und dann ist Nile wach geworden und jetzt machen wir uns fertig und fahren ein bisschen. Wir wollten heute Morgen in die Stadt fahren, aber er war so schlecht drauf. Da haben wir gesagt, nee, so fahren wir auf jeden Fall nicht. Das macht gar keinen Sinn und deswegen hat er jetzt nochmal gut geschlafen und jetzt fahren wir in den Hürthpark bei uns. Das ist so ein offenes Einkaufszentrum mäßig, also so wie ein... Ich wünsche, es wäre geschlossen, weil es ist schon 7 Grad, also wir müssen uns wirklich dick einpacken. Wegen Nile mag ich das nicht so gerne, aber es ist auch schön, an der frischen Luft zu sein. Also wir hätten jetzt auch zum Beispiel im zweiten Center nach Köln fahren können oder so, aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass man an der frischen Luft war und wir waren heute auch noch nicht spazieren. Bla bla bla, zu viel bla bla bla. Aber ich habe mich vorher nur ganz, ganz schnell geschminkt mit ganz, ganz schnellen Produkten, also Produkte, die bei mir super schnell funktionieren. Ich habe wirklich keine 10 Minuten gebraucht und als ich runtergekommen bin, war mein Mann so, kannst du dich immer so turbo fertig machen? Das liegt aber an den richtigen Produkten, die mir eben solche Dinge sehr erleichtern, bei denen ich trotzdem fertig und ready aussehe. Außerdem wollte ich noch einen festlicheren Look morgen mit euch schminken. Und ja, wir haben unten weihnachtlich dekoriert, das muss ich natürlich auch noch zeigen und heute Abend sind wir alleine. Wir machen meine Nägel und wir machen noch ein paar andere Dinge, mal gucken was, vielleicht so ein bisschen was sortieren. Das hier muss in den Müll, ansonsten ist es eigentlich sortiert, aber Leute, hier meine Schubladen, das ist wirklich nicht schön. Also meine Schubladen, meine Schränke, schaut mal bitte, das ist wirklich full. Ich habe irgendwann nur noch angefangen drüber zu legen und ja, so sieht es aktuell aus.
So, das ist jetzt mein Outfit. Wir haben gerade auf unserer Haute Couture-Kollektion 25%. Ich weiß aber nicht, ob das noch gilt, während das Video online kommt. Deswegen schreib es in die Infobox, falls. Ich werde jetzt meine Boots mit runternehmen. Die stehen hier. Die habe ich nämlich gebraucht, um ein paar Reels zu drehen. Und dann gehen wir los. So, wir sind bei Thalia. Das hier ist so groß geworden. Leute, was ist das für ein cooler Adventskalender? Schatz, guck mal. Saatgut. Cool ist das? Dann kannst du anpflanzen, jeden Tag was Neues. Cool. Oh, ich kann kaum abwarten, so Sachen. Oh, wie süß! Paw Patrol Adventskalender! Ich bin doch eins, aber ich guck schon. Oh, ich kann kaum abwarten, dass der Zwerg sowas mag. Yay! Weihnachtsmarkt! Jetzt hab ich dich. Nein, was ist du? Nix. Hand leer. Ha, Sneak Peek von unserem Weihnachtsbaum, aber wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich zeige euch gleich, was wir geshoppt haben. Ich öffne mal kurz dieses Paket, denn da ist was drin, was ich mir selbst geschenkt habe. Ich habe nämlich einen Ring mir anfertigen lassen. Sorry, dass ich gerade so orange bin. It's a Christmas mood, aber das Problem ist, ich weiß gerade nicht, warum das so ist. Ich habe mir was geschenkt, selber habe ich es mir anfertigen lassen. Ich habe mir diese Kette, diese N-Kette von Gula Jewelry. Mit dem N, mit den Diamanten hier. Und die habe ich von ihr auch geschenkt bekommen, die Kette. Und dann dachte ich mir, es gibt niemanden perfekteren, der mir diesen Ring, den ich immer haben wollte, machen kann. Und zwar den habe ich mir selbst zu Geburt geschenkt. Liebe Tara, merci für dein Vertrauen. Es war mir absolute Freude, diesen wunderschönen Ring für dich anzufertigen. Wir wünschen dir viel Freude damit. Pünktlich zu Weihnachten haben wir auch ein Geschenk für deine TamTam Sisters. Mit dem Code TamTam10 gibt es 10% auf unsere Schmuckstücke. Oh mein Gott, ich muss selber einkaufen. Because diamonds are a girl's best friends. Alles Liebe, Veronika. Veronika ist wirklich, hat sich selber so ein tolles Schmuck, sehr high, also wirklich high-end. Das ist jetzt kein... kommt, auch beim letzten Mal kam diese weiße Schokolade mit Blüten und Nüssen drin. Und ich habe die aufgegessen. Die war sehr, sehr lecker. Das ist von der Little Lily Pauli Konditormeisterin. Mal hat Spaß an der Umverpackung. Hier ist mein kleines, süßes, neues Geschenk. Ich hoffe sehr, dass ihr überhaupt irgendwas erkennen könnt. Tada! Das ist mein Ring. Den wird es auch im Shop geben. Der heißt sogar Tara. Ich zeige ihn euch morgen im Tageslicht. Aber das sind 5 Diamanten insgesamt, oder? Sind das noch so kleine unten drunter? Was sagst du? Sehr, sehr schön. Aber man sieht nichts in der Kamera. Voll nervig. Leute, da erkennt man ihn. Er ist so wunderschön. Ich gebe gerade alles mit dem Licht, aber ich zeige ihn euch morgen im Tageslicht. Wow, I love it! Ich liebe ihn einfach. Ich muss das gerade nehmen, damit schießt nicht. Ich liebe einfach diesen Ring. Er ist so perfekt gemacht. Wir wollen ja auch nochmal Ja sagen. Also nochmal heiraten. Wir haben ja leider nie richtig groß irgendwie mit alle, die wir da haben wollten, geheiratet. Wir haben ja im ersten Lockdown, also nach dem ersten Lockdown, durften wir mit 50 Personen heiraten. Und es war wirklich so, dass meine Tante von meinem Onkel vor der Tür rausgelassen wurde und er dann wieder gefahren ist. Und ich wirklich meinen Cousins und Cousinen also gesagt habe, hey, einer oder zwei, je nachdem, dürfen zum Beispiel kommen. Der Rest muss zu Hause bleiben. Oder mein bester Freund Ravi konnte nicht kommen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Also es war wirklich eine mega, mega Hochzeit. Wir reden immer noch darüber, dass es wirklich mega war. Aber wir wollen nochmal was feiern, wenn wir ungefähr 10 Jahre verheiratet sind. Und dann wollen wir auch eine richtig coole Location nehmen. Wir hatten ja eigentlich auch eine Location in Istanbul fix. Die haben wir auch schon bezahlt. Dann hatten wir vorher eine Bootstour über den Bosporus einen Tag vorher. Dann hätte ich gewollt, dass alle in weiß kommen. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal, dass die meisten sich daran gehalten hätten. Ist ja egal. Dann haben wir eben eine Chance, was Neues zu machen. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwann machen. Und darauf freue ich mich sehr. Ich meine, bezahlt haben wir trotzdem, als hätten wir mit mehreren hunderten Gästen gefeiert. Das war auch... Man musste ja natürlich trotzdem die Location so mieten, wie sie ist. Jetzt mache ich mir die Augenpads von Annemarie Berlin drauf. Mache mir dabei meine Nägel. Hier ist das vorher. Das ist schon rausgewachsen. Es ist nicht so super, super, super mega schlimm. Aber ich habe schon schön ausgesehen.
Wir haben jetzt 22:22 Uhr. Ich denke an euch. Und das sind meine Nägel. Mache ich sehr, sehr gerne. Finde ich sehr, sehr schön mit meinem schönen Ring. Aber ich habe ihn euch jetzt genug gezeigt. Ganz ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock zu schlafen. Aber ich weiß, dass ich es bereuen werde. Ich habe heute Mittag so 2 Stunden Zeit gehabt. Ich habe da gekocht, dann haben wir da gegessen. Und ich habe sogar 20 Minuten geschlafen, genappt. Und ich habe jetzt nicht so große Lust, ehrlich gesagt, zu schlafen. Aber ich weiß, dass ich es bereuen werde, weil die Nächte, wie ihr wisst, wie ich es euch in jedem Video sage, sind wild. Out. Ich schaue gerade Lydia Elise Millen. Ihr wisst ja, dass ich sie gerne schaue und sie war meine Inspo für diesen Ring. Sie hat nämlich diesen Ring so oberhalb, glaube ich, erstmal getragen. Vor Jahren schon. Und hat dann jetzt, also das so rum, aber auch so rum, also praktisch wie ein Kreis ist das bei ihr jetzt. Richtig, richtig schön. Chupi macht diese Ringe auch. Ich habe so ein Ding mit Ringen, dass sie mir vom Juwelier, dass ich mich freue, wenn ich was irgendeine Verbindung zu denen habe. Ich habe zum... Hier zu Cartier. Meine Mama hat immer den Trinity-Ring irgendwie an. Cartier gibt es auch schon seit sehr viel. Mein Verlobungsgeschenk von meinem Mann, meine Uhr von Cartier. Ich habe es nicht gekauft, als es diesen... Jetzt habe ich das Gefühl, jeder trägt die Love-Sachen. Und auch vor allem die Love-Armbänder. Ich wollte die Love-Armbänder haben, nachdem ich entbinde. Weil ich hatte dann ja so viel Wasser im Körper und die trägt man ja nicht ab. Also die schraubt man ja dran und so. Ne? Das sind ja auch... Ja, teure Produkte, die man dann halt auch irgendwie den ganzen Tag lang überträgt. Und ich bin in meiner Schwangerschaft schon zum Juwelier und wollte so ein Love Bracelet haben. Aber er hat zu mir gesagt, ich verkaufe dir jetzt gar nichts, weil das ist halt nicht... Du bist ja halt gerade voller Wasser, du hast zugenommen. Wir wollen gucken, wann du, wenn du entbunden hast, wie es dann aussieht und so weiter. Und jetzt habe ich das Gefühl... Es ist wie so ein Freundschaftsarmband. Irgendwie jeder läuft damit rum. Es gibt ein anderes Cartier-Armband vielleicht. Hole ich mir das zu Weihnachten mit meinem Mann zusammen. Leute, es ist so süß. Ich habe für, also wer es nicht mitbekommen hat, Tarané, auf Instagram kennt ihr sie wahrscheinlich, hat entbunden. Der Kleine ist zu früh auf die Welt gekommen, bla bla. Sie hat das selbst alles auf ihrem Account. Ich habe es natürlich, weiß natürlich schon seit dem Tag der Geburt. Da war ich auf den Malediven. Da habe ich ein Bild gepostet auf Insta in der Story und habe geschrieben, Cheers to someone special. Da ist er nämlich gerade geholt worden und das war sehr, sehr besonders und sehr emotional. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt so Frühchen Sachen geholt für ihn vom C&A, weil der Nile hatte die auch. Ich zeige die euch mal. Weil die haben nämlich so eine Frühchenabteilung. Ich kann gar nicht mir vorstellen. Ich habe gedacht, die wären viel kleiner als die von Nile und habe sie jetzt neben seine Bodies gelegt. Ich habe nämlich eine Erinnerungsbox, da sind ein paar Bodies und Söckchen und sowas drin. Der hat diese Mini-Socken getragen und die waren ihm zu groß. Und jetzt passt auf, das sieht aus, als wäre das für eine Puppe. Der hat diese Bodies getragen. Das ist jetzt 42er, er hat 44er getragen. Aber ich habe die daneben gelegt, das war kaum ein Unterschied. Der hat die getragen. Der war so klein. Meine Mama hat sowieso immer zu mir gesagt, als er dann größer wurde, hat sie... Also sie hat es nicht gesagt, als er so klein war, sonst hätte ich wahrscheinlich Schiss gekriegt. Aber als er so größer wurde, hat sie immer zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, wie du den umgezogen hast. Ich habe mich das... Die hat's, das hat keiner gemacht, außer ich. Mein Mann auch nicht. Er wollte das auch nicht. Er hatte wirklich Schiss. Das ist so mini. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall noch 8 Minuten YouTube-Video. Die schaue ich mir jetzt noch ganz in Ruhe an. Und dann putze ich mir meine Zähne. Und dann geht es für mich ins Bett. Und dann sehen wir uns morgen früh in aller Frische. Und übrigens ganz viele. Ich mache für die beiden Adventskalender. Ich habe heute auch bei Nanunana dieses Adventskalender-Set geholt. Und dann werde ich einen coolen, kleinen Adventskalender für die beiden machen. Oder für die drei mit ihrem Mann noch, mit dem Michi. Wird mal gucken, wie ich sie irgendwie so ein bisschen, ja, erfreuen kann damit. Sie im Krankenhaus, sie verbringe ich jeden Tag, jede Nacht, also bis in die Nacht. Naja, oh, ich habe hier so ein paar Chocolate-Dings, die werde ich noch essen, bevor ich ins Bett gehe, weil mein No-Sugar läuft aktuell auch echt schlecht. Das Müll. Wow. Hier steht noch der Müll von gestern. Ich muss ein bisschen meine Schubladen hier aufräumen. Und dachte, ich fange aber mal so ein bisschen an mit den Schränken und so, dass ich die auch wirklich immer wieder mal ordentlich mache, weil die sind zwar ordentlich, aber nicht so super richtig. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen werde ich das jetzt einmal kurz machen.
Also, ich habe mich extra nicht schlafen gelegt, weil Niall morgens seine Schläfe eigentlich so auf, ungefähr auf eine halbe Stunde begrenzt. Jetzt schläft er seit anderthalb Stunden, was meinem Mann zugutekommt, weil er nämlich gestern Abend nicht zu Hause war. Also er war sehr spät zu Hause und kann jetzt natürlich mit ihm schön ausschlafen. Ich fasse es einfach nicht. Ich habe mich in der Zeit schon fertig gemacht, weil ich dachte, stehe dann bestimmt gleich auf, seit einer Stunde elf. Stehe bestimmt gleich auf, aber egal, vielleicht gehen wir dann eine Runde frühstücken oder so. Aber ich habe mich wirklich nur ganz schnell fertig gemacht. Ich dachte, komm, diesen richtig schönen Glamour Holiday-Look zeige ich euch bald. Und naja, jetzt habe ich mir mein Buch geholt. Ich habe mir auch natürlich meinen Laptop geholt, habe die falsche Speicherkarte mit runtergenommen. Wollte eigentlich jetzt ein Reel schneiden für heute Mittag, aber ich habe jetzt keine Lust, wieder drei Stockwerke hochzulaufen. Deswegen, zwei Stockwerke. Deswegen werde ich jetzt ein, zwei Kapitel von dem Buch lesen. Ist doch auch mal schön. Möchtest du sagen, wie schlecht du geschlafen hast heute? Sag mal. Du hast deine Mutter und kommst zu deinem Vater. Sag doch. Na Elli, ich habe heute gar Nacht gar nicht geschlafen. Hallo. Nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich mache mal die Tür zu, weil mein Mann FaceTime gerade mit seinen Eltern. Was soll ich euch sagen, Leute? Ich habe mich jetzt gerade mit Skincare eingedeckt, weil die Nacht war Horror. Ich habe auch gerade gesehen, dass er wieder zwei neue Zähne durchgebrochen sind. Er ist wirklich super schnell mit den Zähnen. Also er hat jetzt seit er 5 Monate alt ist immer Zahn. Immer durchgehend auch, weil er hat jetzt schon unten 4, oben 2 und dann kommen noch die anderen 2, also jetzt die kleinen Fützelchen, die da rausgekommen sind. Und dann war er halt die Nacht sehr quengelig und ja, es war schon super anstrengend. Und ich wollte eigentlich heute Abend auch rausgehen, mit Freunden was essen gehen, aber wir haben uns, glaube ich, dazu entschieden, dass wir es doch nicht machen, weil wir alle wirklich müde sind. Ich bin aber nicht sicher, ob ich Besuch bekomme und ob ich noch ein Playdate habe. Und ich wollte ja noch so einen festlichen Look mit euch schminken, erzähle ich euch ja schon seit 2 Tagen. Und werde ich auf jeden Fall jetzt mit euch machen, einfach weil ich auch diesen frischen Kick und diesen Glow einfach brauche und diese guten Produkte, die mich gut fühlen lassen, einfach weil ich echt innerlich super müde bin. Ich laufe auch die ganze Zeit in meiner Flasche rum, damit ich bloß genug trinke. Ich liebe diese Flasche. Wenn ich bei meinen Eltern bin, dann habe ich diese Flasche nicht mit dabei und dann trinke ich so viel weniger. Das ist schon krass. Ich hatte eigentlich für letzte Woche auch noch ein Video für euch, apropos Eltern, mit meiner Schwester zusammen. Aber meine andere Schwester ist krank geworden, konnte das Video nicht fertig schneiden. Sie schneidet ja ab und zu mal meine Videos, jetzt das hier nicht. Aber Videos, die ich im Voraus drehen kann, was aktuell nicht so häufig passiert. Ich drehe Just in Time, wir haben Montag. dann kann sie die schneiden und mir das abnehmen. Und das hat leider nicht geklappt, weil sie eben leider krank geworden ist. Gute Besserung, Lala. Deswegen kommt es jetzt erst nächste Woche. Also für die, die darauf gewartet haben, es geht um Baby-Stuff und so. In diesem Video geht es aber um Glam. Beziehungsweise, sagen wir mal so, ich mache euch jetzt Winter- bzw. Festive Glam. Die Produkte sind aber so toll und so, die sind das ganze Jahr bei meiner Schublade immer bei mir. Obwohl, das ist jetzt so eine kleine Neuheit auch, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Deswegen sage ich kleine Neuheit, weil es eigentlich schon länger jetzt dabei ist auf dem Markt. Das sind Produkte, die ihr immer benutzen könnt, ganzjährig. Die sind nicht wie irgendwelche Produkte, die zum Beispiel leicht sind, die man nur im Sommer trägt oder so, ne? Wie so zum Beispiel irgendwelche Parfums oder so. Das ist wirklich Make-up, was ihr immer, immer benutzen könnt, an jedem Tag. Ob ihr eure Periode bekommt, ob ihr gerade trockene Haut habt, ob ihr gerade ölige Haut habt. Das ist so eine tolle CC-Cream, die mitlebt und euch toll aussehen lässt. Aber ich quatsche jetzt nicht so lange. Ich habe jetzt meine Skincare schön ruhen lassen, während ich euch zugeredet habe. Ich habe euch ja am Anfang des Videos schon alles eigentlich kurz gezeigt und das kurz unboxed mit euch. Aber das sind für mich jetzt keine irgendwelche Neuheiten oder so. Das sind Produkte, die ich im tagtäglichen Leben benutze und auch sehr, sehr liebe und schon seit Jahren mit It Cosmetics zusammenarbeite. Deswegen freue ich mich sehr über diesen Teil des Videos, der mit It Cosmetics zusammen ist. Einfach um euch am Ende des Jahres nochmal zu zeigen, was so wichtig in meiner Make-up-Schublade ist. Mit der Base starten wir. Wir haben dazu 2 Produkte. Ich weiß nicht genau, kann mich nicht entscheiden. Deswegen zeige ich euch einfach beide. Hier die CC Nude Glow. Und ich habe hier meine Standard, die ist in meiner Schublade immer, immer mit drin. Das ist die normale CC Color Correcting Full Coverage Cream mit 50 SPS. Ich habe eher SPF, ich habe keine andere, die 50er Lichtschutzfaktor drin hat. Für mich ist es sehr, sehr wichtig. Es sollte auch für alle sehr, sehr wichtig sein, dass man immer einen Lichtschutzfaktor mit dabei hat. Auch die
Nude hat einen SPF und zwar 40. Auch schon sehr, sehr gut. Hier sind die beiden Produkte. Die sind übrigens gleich, da ist gleich viel Produkt drin. Die ist halt ein bisschen größer vom Packaging, ist ein bisschen schmaler und länger und sie ein bisschen kleiner und kompakter. Ich wüsste jetzt nicht, welche ich lieber mag, weil ich finde, beide haben einen tollen Benefit, aber die habe ich euch schon so oft gezeigt, dass ich glaube, dass sie auch jeder kennt. Das ist ein Allrounder, das ist auch nichts Neues, ne? Das ist ein Klassiker. Jeder weiß, wie toll diese CC Cream ist. Deswegen werde ich euch die Nude Glow vorstellen und nochmal zeigen. Ich habe sie zwar aus der Verpackung gefischt, aber ich habe die schon öfter benutzt. Also nicht, dass ihr denkt, hey, aber ich wollte euch zeigen, wie schön das ist, weil das ist in so einem schönen Rosé. Das ist ja auch für viele ganz wichtig. Und ich gebe mir die am liebsten, um meine Finger nicht zu benutzen, obwohl ich die danach sowieso nochmal benutze, so kleine Kleckse einfach auf mein Gesicht oder Streifen, je nachdem, wonach mir ist. Ich verteile meine Base immer erstmal auf meinem Gesicht und lasse sie kurz sitzen. Real Life, ich benutze die jeden Tag. Die sind nicht gewaschen und nicht gerade frisch aus dem Ei gepellt oder so. Und damit könnt ihr entweder eure Foundation einfach einarbeiten. Ich liebe diesen Pinsel, ne? Vor allem diesen doppelten. Der ist so toll. Also der hier ist auch mega, aber ich liebe, dass der beide Features hat, weil ich einfach damit meine Kontur immer verblende oder meinen Concealer auftrage oder. Und der ist halt auch super schnell sauber gemacht und die trocknen auch sehr schnell. Ich habe manchmal das Gefühl, manche Pinsel brauchen 100 Jahre, bis sie endlich mal trocken sind. Deswegen wasche ich sie viel unregelmäßiger und deswegen wird meine Haut unreiner und bla bla. Oh, übrigens, It Cosmetics ist immer auch Skincare aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob das, wer das vorher auch schon gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich kannte das immer nur von It Cosmetics. Die bauen ihre Produkte auf Skincare auf und tönen sie dann im Nachgang, sodass sie wirklich auch einen Benefit für eure Haut haben. So, und dann arbeite ich das schön in meine Haut ein. Wie gesagt, könnt auch euren Blender benutzen. Das ist völlig egal bei dieser Foundation, beziehungsweise bei dieser CC Cream. Schaut mal bitte, was für ein schöner Glow das ist. Die deckt so schön ab, aber hat so einen schönen Glow. Ich gucke dann, ob irgendwo noch was fehlt. Aber rein theoretisch bin ich voll fertig. Und dieser Vorgang hat einfach keine paar Sekunden gedauert, weil es auch einfach so schnell geht und sie sich so schnell einarbeiten lässt. Ich liebe sie sehr. Ich benutze in beiden die Medium Tan. Also auch hier bei dieser Foundation habe ich die Medium Tan. Wenn ihr eine wirklich mattere Foundation haben wollt und eine mattere Base. Ich finde, sie heißt CC Cream, aber ich finde, wenn ich jetzt jemandem sage, ja, ich habe eine CC-Cream drauf, das wird vielleicht nicht decken. Aber sie ist halt so krass deckend. Und jetzt machen wir weiter mit der Bye Bye Under Eye. Ich weiß auch, dass die Skincare, also die habe ich damals meiner Mama gekauft in Amerika, im Sephora. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal in Amerika war, da war im Sephora so ein Aufsteller und der hat so Vorher-Nachher-Bilder von der Bye Bye Cream gezeigt von It Cosmetics. Und danach gab es irgendwann dann später den Bye Bye Under Eye Concealer. Und es ist wirklich ein Full Coverage Concealer. Kommt in der Tube, was sehr cool ist. Könnt ihr einfach sehr viel davon eben rausholen. Und ich habe hier die Farbe auch Medium Tan. Also sie ist wirklich Full Coverage. Ihr braucht davon wirklich eigentlich nur einen Klecks. Und Medium Tan heißt dann nicht, wie ihr seht, dass es genauso ist wie die CC Cream, sondern sie ist passt zu Medium Tan, so habt ihr keine Probleme, euch auch noch euren Concealer auszusuchen. Und obwohl dieser Concealer einfach sehr cremig ist und sehr Full Coverage ist, ist er kein Concealer, der eure Augen cakey aussehen lässt, wie ihr seht. Es ist ein unglaublich schöner Concealer. Ich konnte kaum abwarten, ihn euch zu zeigen. Erst immer so vor Kamera auf, einfach weil ich diesen Effekt für euch wollte. Ihr könnt so stark damit abdecken. Und bei diesen Nächten, Leute, also ich habe keinen Concealer, bei dem ich mir gerade, den ich mir gerade lieber auftrage als diesen hier, der ist. Bitte achtet darauf, dass ihr wirklich wenig Produkt nehmt, weil A, hält es natürlich viel, viel länger. Ihr habt viel länger was davon. Aber auch B, es ist wirklich ein Full, Full Coverage. Und das hier ist jetzt so perfekt. Ich habe gestern meine Contour damit gemacht. Und ich gehe einfach so ein bisschen auf so einem feuchten Tuch und es ist schon sauber hier. Und dann gehe ich hier in meinen Innenwinkel. Aber jetzt machen wir erstmal weiter und pudern unser Gesicht ab. Wir haben hier die Bye Bye Pores, einmal Pressed und einmal Loose. Und zwar Bye Bye Pores Poreless Finish Airbrush Powder in Translucent. Also kann jeder Hautton verwenden, auch wenn es jetzt hell aussieht. Es sieht gleich nach nichts aus auf meinem Gesicht. Und wir haben hier einmal noch das gleiche, nur als Pressed Version. Und ihr könnt euch natürlich dann entscheiden, was ihr lieber mögt. Ich mag beides sehr gerne. Ich mag für meine Augen lieber die Pressed-Version und auf meinem ganzen Gesicht mag ich lieber Puder und das werde ich euch auch genauso zeigen. Und hier unten ist auch noch so ein Schwämmchen mit dabei und
Der ist so gummiartig, dass ich ihn sehr gerne, also der ist so ein bisschen von der Konsistenz her wie mein Blender, finde ich, dass ich ihn gerne auch unter meinem Auge benutze. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier so mit rein. Wie gesagt, Translucent Powder. Und ich derbe das einfach so unter meine Augen und dann verblende ich das. Guck mal bitte, ich sehe so fresh und so wach aus, als hätte ich so viel geschlafen. Dab, 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 dab. Und dann verblende ich das dann auch nochmal. Ich nehme euch ja auch wieder den ganzen Tag mit und dann werdet ihr auch sehen, wie sich das Puder verhält. Gleich gehen auch die Softboxen aus, dann gehen wir auch kochen und alles, was wir sonst so machen. Und dann seht ihr auch, wie es im Alltag funktioniert. Weil ich finde auch immer so vor der Kamera alles schön und gut, ne? Und alles beleuchtet und alles ausgeleuchtet und alles tipptopp und keiner bewegt sich. Aber wenn man das halt in einem Vlog zeigt, finde ich, ist es sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich das dann im Laufe des Tages verhält. Selbst wenn ich nicht sage, hey, schaut mal kurz auf mein Make-up, könnt ihr ja selber immer wieder drauf schauen und sagen, gefällt mir das jetzt gerade, was ich sehe oder eben nicht. Und das ist jetzt die Pressed-Version, die mag ich sehr, sehr gerne. Es fühlt sich so sehr seidig unter meinen Augen an, überhaupt nicht schwer. Jetzt nehmen wir die Puder-Version, da haben wir auch noch diesen Puff hier mit dabei. Ich verwende aber meinen IS Cosmetics Pinsel, auch wenn ich ihn gerade für die Foundation benutzt habe, lässt er sich trotzdem weiterverwenden. Er vergibt mir einfach so krass, weil ich das fast jeden Tag mache mit ihm, ne? Foundation und dann doch Puder und dann Foundation und dann doch Puder. Ich gebe mir das Puder hier in den Deckel rein, das ist ein schönes, sehr mildes Puder, würde ich das sagen. Also es trocknet eure Haut nicht aus, beschwert eure Foundation nicht und so weiter. Und ich gehe mal mit demselben Pinsel jetzt hier wieder rein und gebe mir das über mein Gesicht. Es hat auch so einen Airbrushed-Effekt. Hier ist kein Filter über dieses Video. Und ich bin so ein Goal. Ich könnte ewig so weitermachen, aber wir wollen nur zeigen, wie wir das auch quick machen können. Und obwohl ich das jetzt auch abgepudert habe, seht ihr, dass der Glow trotzdem da durchkommt. Ich mache jetzt mal meinen Contour, Blush und alles Mögliche und dann sehen wir uns gleich zur Mascara wieder. Ich mache so fröhlich mein Ding und dann denke ich mir so, stopp, bei den Augenbrauen wollte ich euch doch wieder mitnehmen. Und zwar haben wir hier Brow Power von IT Cosmetics. Das ist erstens eine richtig schöne Umverpackung. Ich mag, dass es so silbrig ist. Ich weiß nicht warum. Es hebt sich ab von allem, was ich so kenne und in meiner Schublade habe, weil alles irgendwie schwarz ist. Auf der einen Seite hat es Gott sei Dank einen Augenbrauenpinsel, weil wie ihr jetzt seht, erstens sind die durcheinander, zweitens ist da so viel Produkt mit drin und es hebt so richtig das Produkt aus den Augenbrauen raus, aber ohne das so unordentlich oder durcheinander oder sowas. Und schaut mal, wie schön der meine Augenbrauen gekämmt hat. Und damit gehe ich erstmal einmal so drüber. Und dann zeige ich euch auch direkt das Produkt. Ich musste auch unbedingt mal zum Brow Lift, weil die hier mir so runterhängen. Aber never mind, wir machen das gleich hier mit dem Mittelmikro, würde ich sagen. Also nicht ganz so ultra, ultra dünn. Aber die Kanten sind so, er ist so oval gemacht, sodass ihr perfekt damit malen könnt. Gehen wir einmal hier so durch. Und er ist auch nicht so stiftartig. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Es ist einfach eins der Hero-Produkte, nicht umsonst. Weil er einfach genial ist. Ich habe mir einfach hier unten kleine Härchen gemalt. Und keiner checkt das. Hier unten. Direkt. Ich zeige euch das mal hier oben. Ihr könnt nämlich mit der einen Seite einfach euch so... Ich habe mir einfach hier eine Erweiterung hingemalt. Ohne, dass es so schmierig wird. Das ist das Wort. Seht ihr das da oben? Das ist nicht mein Haar. Das ist einfach gemalt gerade. Ich habe hier oben nämlich so eine Lücke. Also das sind auch 2 Sekunden Arbeit, ne? Das ist genial. Dann hole ich euch ganz nah ran für die Superhero Mascara. Ich habe sie auf einer Seite schon aufgetragen. Sie ist sehr, nicht so clumpy, wenn man das rausholt. Da ist nicht so überschüssiges Zeug drin, was man nochmal abstreifen muss oder sowas. Also da ist sie schon mal perfekt. Die Bürsten sind relativ hart, was den Effekt hat, dass es sofort so aussieht und die Wimpern direkt umschließt. Sogar meine rechte Seite. Meine rechte Seite ist immer die Seite, die nicht so schön aussieht. Sogar meine rechte Seite so toll aussehen lässt. Schaut mal bitte, wie schön und gebogen und fein. Das ist auch sauber so, ne? Es ist so, kennt ihr, wenn die Mascara so halb voll ist, dann ist sie perfekt. Und die hat diesen Stadium von Anfang an, also, weil die einfach perfekt abgestriffen wird. Ich bin einfach sehr happy gerade mit dem Ergebnis und wollte das gerne mit euch teilen. Ich weiß, es ist jetzt kein klassisch Festive Look, aber das ist das, was ich tragen würde. Vielleicht noch mit einem Eyeliner. Wahrscheinlich mit einem Eyeliner, nicht vielleicht. Und vielleicht das, vielleicht so ein bisschen Glitzer im Innenwinkel und das war es auch schon. Das ist für mich gerade so eine wunderschöne Base mit sehr schönen Glow. Ich strahle, ich sehe happy aus, sehe ausgeschlafen aus und dann fühle ich mich auch dementsprechend.
und bin dann nicht so, ja, die Foundation hat perfekte Untertöne, sie lässt mich nicht grau aussehen, das habe ich ganz häufig leider bei, sorry, CC-Cream, hat einfach so ein Gold mit noch mit dabei. Ich liebe einfach die Mascara gerade so sehr. Schaut mal bitte. Ich habe sie nicht gebogen, normalerweise biege ich die ja auch mal danach. Ich mache das jetzt ein bisschen hier mit, ich drücke da immer so dran, weil ich immer diese Zickzack-Bewegung mache. Das funktioniert bei meinen Wimpern am besten. Aber das mache ich jetzt gleich mal sauber, ziehe mir einen Eyeliner und das ist der perfekte Look. That's the look. Ich habe mich jetzt umgezogen für euch, zeige euch gleich, was ich anhabe. Aber jetzt machen wir erstmal meine Haare. Ich habe mir nämlich gerade Trockenshampoo drauf gemacht. Ich lasse das immer gerne so ein bisschen sitzen und danach verblende ich das. Aber ihr seht, ich bin sehr, sehr happy mit meinem Look heute. Und dadurch, dass ich nicht weiß, ob ich ausgehen werde oder nicht, oder aber dass ich kann trotzdem so nachher weggehen oder Besuch empfangen oder zu Hause für mich sein. Für mich, wenn ich in den Spiegel gucke, fühle ich mich sehr wohl, sehr wach und kennt ihr so, meine Seele ist jetzt auch, also mein Körper ist jetzt auch wach. Ich habe jetzt einfach nur ein bisschen Trockenshampoo aufgetragen, weil meine Haare, Leute, die sind frisch gewaschen, aber ich muss sie einfach jeden Tag gefühlt waschen, also wirklich nicht gefühlt, ich muss sie jeden Tag waschen, damit die nicht mehr fetten, ja, aktuell, also vor allem gerade, wenn ich meine Girls-Probleme habe. Vielleicht, ich habe euch ja vorhin erzählt, dass die Produkte auf der Skincare-Basis aufgebaut werden. Vielleicht kann ich euch nochmal so ein paar Key-Facts zeigen oder sagen zu den einzelnen Produkten, weil ich finde, dass wenn was auf die Haut kommt, dass man dann auch so ein bisschen was darüber wissen muss. Und ihr wisst ja, ich bin gerne in diesem wissenschaftlichen Teil mit dabei und beruhe mich auch gerne auf bewiesene Dinge und nicht einfach blabla. Ja, Schatz? Ich wollte nur sagen, ich gehe einkaufen, schaust du auf die Kamera? Ja. Okay. Ist er gut eingeschlafen? Schatz? Kannst du ihm noch den Teddy in den Arm legen? Mein Mann legt gerade den Teddy so in seinen Arm. Ich versuche ihn an etwas zu gewöhnen, was ihm Trost gibt. So, ne, was beim Schlafen so ein bisschen, wie so eine Kuscheldecke habe ich auch bestellt. Aber jetzt nochmal zurück. Also da sind Anti-Aging-Serum drin, Lichtschutzfaktor und hoher mit drin. Es setzt sich nicht ab, bedeckt sofort Unreinheiten, auch wenn es eine CC-Cream ist. Sie gibt es in 12 verschiedenen Nuancen, wie gesagt, deswegen ich nehme Medium 10, aber es gibt für jeden was von euch. Die matte Version und die glowy Version bringen beide eure Haut zum Strahlen. Da ist Kollagen mit drin, da sind Peptide mit drin. Peptide straffen die Haut, genau. Dann ist da auch Niacin mit drin. Das ist ein B-Vitamin, das ihr sorgt für eine ebenmäßigere Hautoberfläche, auch dafür, dass ihr einen ebenmäßigen Teint bekommt. Kennt ihr das, wenn man verschiedene Hautfarben im Gesicht hat? Das sorgt dafür, dass dieses alles einheitlich wird. Und Antioxidantien, das ist auch, finde ich, sehr wichtig. Heutzutage sind so viele Umwelteinflüsse, schädliche, die fliegen in der Luft rum. Das schützt nochmal wie so eine Schutzbarriere. Ich habe gerade auch diesen Augenbrauenstift nachgeschlagen. Und Leute, der ist nicht nur genial, da sind auch noch geniale Inhaltsstoffe mit drin. Hier steht, enthält Biotin, Lecithin und Extrakte aus der Stretchpalme, der Brennnessel und grüner Tee als braunverstärkte Komponenten. Also sie helfen mir auch noch vielleicht hier diese Lücke oben irgendwo mal mit Haaren zu schließen. Dieses Ovale oben ist einfach perfekt, um eure Härchen zu malen. Das ist einfach perfekt. Ich dachte immer nur, dass es dieses runde kleine Mikro das perfekte ist, aber dieses Ovale ist genial gemacht. Und es hat auch noch eine wischfeste Formel, was natürlich auch sehr praktisch ist, weil ich oft so mache aus Versehen, weil ich mich einfach nicht geschminkt fühle gerade. Also ich fühle mich nicht, als hätte ich irgendwas drauf. Außer meine Wimpern, die spüre ich, weil die so lang sind, dass sie die ganze Zeit da hinten ranknallen. Und trotzdem ist nichts abgestempelt oder so. Da ist nämlich auch Kollagen, Biotin, Peptide sind da mit drin, Proteine sind da mit drin, um eure Wimpern zu stärken. Hier auch wieder Peptide, Kollagen, alles mögliche, was eure Haut schützt und euer Hautbild verfeinert und verbessert. Ach so, was ich auch sagen wollte, der Concealer ist übrigens wasserfest. Das ist genial. Und auch hier sind wieder Kollagen, Hyaluron und alles mögliche mit drin. Also wirklich, die Produkte haben sehr tolle Inhaltsstoffe auch. Ich verlinke sie euch in die Infobox. Wie ihr seht, bin ich sehr begeistert und sehr verliebt in meinen Look. Und jetzt zeige ich euch kurz, was ich anhabe. Und wir gucken dann im Laufe des Tages, könnt ihr gucken, wie sich das Ganze auch weiterhin auf meinem Gesicht verhält. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich anhabe. Ich bin eigentlich ganz chillig unterwegs, weil ich zu Hause bin. Ich werde vielleicht später noch ein Playdate haben mit den Mädels und ihren Kindern. Und ich habe jetzt ein Hemd an von Sassy Classy. Darunter habe ich ein Cashmere Blend an von Intimissimi. Ich finde es sehr kalt, aber ich möchte mich nicht so voll packen, wenn ich zu Hause rumrenne, weil mir dann sehr schnell sehr heiß wird. Und deswegen trage ich diese Cashmere Blends einfach sehr, sehr gerne und kann mir auch die Ärmel immer so wieder so gemütlich nach vorne ziehen. Ich mag das sehr gern. Und dann habe ich noch eine Thermo Leggings an von H&M, die ist ganz neu. Ich habe die gerade tatsächlich das erste Mal erst anprobiert. Hier ist das Schild noch dran.
Bye Bye, weil die mag ich sehr gerne. Die gab es auch noch eine andere Farbe, die war aber restlos ausverkauft. Ich war da sehr traurig drüber. Und die ist auch bequem. Das Einzige, was nicht passt, sind meine Socken. Das sind weiße. Rate mal, wer wach ist. Er möchte auch immer die Kamera packen. Das ist so interessant für den. Ich fahre jetzt mit dem ins Einkaufszentrum. Es regnet draußen, ich muss aber mit dem ein bisschen raus. Und treffe mich da mit Freundinnen. Ich muss den Akku wechseln. Und ja, mal gucken, wie es wird. Ich nehme euch mal mit. Falls ihr euch wundert, wo ich stecke. Ich war in der Zwischenzeit im Einkaufszentrum. Ich war in der Zwischenzeit bei der Tante von meinem Mann. Ich war sonst nirgendwo. Ich tue auch so, als wäre ich ein Jetsetter. Aber das war's auch schon. Was ist das für ein Brief hier? Das ist die Einladung, Hochzeitseinladung. Ach so. Ah, ach so, okay. Wir sind im Januar eingeladen auf Hochzeit. Und jetzt ist 21:37 Uhr. Wollte mich eigentlich gerade abschminken, aber dachte mir so, ich habe euch gar nicht nochmal das Ergebnis gezeigt. Ich bin seit 9 Uhr geschminkt und ich bin wirklich, wirklich happy. Obwohl ich sogar ein paar Tränen vergossen habe, weil ich so einen Beitrag geguckt habe. Wir waren mit 3 Kindern im Einkaufszentrum, da gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit zu filmen, weil man, also mein Sohn sitzt nicht gerne im Kinderwagen und die anderen beiden schlafen im Kinderwagen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin immer mit so Leuten unterwegs, die so richtig gute Schläfer sind. Ja, das wird, irgendwann wird die letzte Nacht kommen, Schatz. Irgendwann. Wenn ich Wenn ich jetzt wandern. Ja, it is what it is. Morgens ein neuer, fresher Tag. Wisst ihr, was ich euch auch nicht gezeigt habe? Die Weihnachtsdeko. Morgen früh versprochen. Für euch genau jetzt. Hello! Ich bleib heute so. Nee, Quatsch. Was heißt nee, Quatsch? Eigentlich schon, aber ich müsste noch eine Story drehen, deswegen werde ich mich heute schminken. Aber ich war gerade beim Babyschwimmen und schneide jetzt gerade mein Video. Ach hier, mein Video. Und deswegen, ja, wollte ich noch kurz die Weihnachtsdeko zeigen. Ich bin richtig fertig. Ich war in der Nacht wach. Das erzähle ich mir bei einem andermal. Heute bin ich noch nicht bereit, das zu erzählen. Das war ein bisschen too much für mich, was da passiert ist. Und ich bin ein bisschen schockiert und auf jeden Fall zeige ich euch ein bisschen noch die Deko und dann schließen wir das Video ab. Ich merke gerade, dass wir dummerweise den Schirm draußen aufgeklappt haben, weil wir wollten, dass er in der Sonne trocknet und jetzt hat es geregnet. Ja, jetzt ist er einfach immer noch der Sonnenschirm, ne? Naja, ist nicht so schlimm. Hier habe ich einfach eine Vase hingestellt, da habe ich ein paar rote Kugeln rein. Ihr seht schon, eine Lichterkette ist drin, die geht immer so gegen 17:30 Uhr an. Und dann leuchtet das hier auf dem Tisch und dann habe ich so falsche Eukalyptuszweige hier hingemacht. Die habe ich vom Amazon bestellt im letzten Jahr. Die kann ich euch verlinken, falls es die noch gibt. Einen Tannenzapfen. Und dann habe ich so eine Holzdochtkerze, die knistert so ein bisschen. Dann geht es weiter hier an den Tisch. Am Donnerstag gehe ich mit einer Freundin einen Kranz basteln. Und deswegen steht hier noch keiner. Dann haben wir hier meine Villeroy-Boch-Kissen. Da haben wir einfach ein paar Decken hingeschmissen. Das ist alles noch nicht. Also im Normalfall wäre das jetzt nicht ordentlich. Dann würde das hier alles weggehen. Da würde die Decke ordentlich hingemacht werden. Die Fernbedienung würde da weggehen, das Buch. Aber it is what it is. Es ist jetzt auch nicht unordentlich, ne? Also ich will jetzt auch nicht cool sein jetzt. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass dieses Bild wahrscheinlich hier den Platz dafür finden wird. Weil ich finde, dass das super hinter das Klavier passt. Besser als in die Küche, glaube ich. Da müssen wir es aber auch noch dran halten. Wir haben nur aktuell so wenig Zeit. Dann, ich mache jetzt den Weihnachtsbaum einmal für euch an, aber das ist die Ecke. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir dieses Jahr kein Rot mit in den Weihnachtsbaum mit reinnehmen. Wir wollten Nile nicht überfordern und nicht zu viel Rot eben halt nehmen. Normalerweise ist der noch komplett voll mit roten Kugeln. Aber dieses Jahr haben wir uns einfach für diese Töne entschieden. Ist das schon genug? Und ich fand es auch ganz schön, dass es diesmal so ein bisschen neutraler ist. Ihr wisst, ich liebe ja die Kombination aus modern und so ein bisschen rustikal. Und dann haben wir hier noch so grüne Kerzen, die habe ich noch vom letzten Jahr. Ja, ich bewahre die einfach immer auf und gucke dann, wann die reinpassen. Dieses Unterteil finde ich ganz praktisch, weil es einfach diese hässlichen Beine versteckt. Das ist jetzt der Baum vom Wald am Hill. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir noch einen Baum tatsächlich. Also die Girlande habe ich dann noch hochgehängt. Die habe ich mit so Haken und diesem festen Teserband hier festgemacht. Und das kann man ganz gut wieder abmachen von dem Marmor. Letztes Jahr habe ich hier noch so ja, Papier reingemacht, dass das so steif ist. Dieses Jahr finde ich es okay, dass es so ist, wie es ist. Es ist jetzt nicht so super viel, aber es ist ja, so schlicht, wie es eben nur geht. Und es ist ganz gemütlich. Dann haben wir noch in der Küche, das sieht jetzt gerade aus, weil ich gerade vom Schwimmen gekommen bin.
hier mit der Tasche, haben wir noch den Baum hingestellt. Der ist von Fairy Trees. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr begeistert von dem Baum. Der ist nämlich von Preis-Leistung viel günstiger als der von Balsam Hill. Und er sieht so toll aus. Und ich finde die Lichterkette ganz, ganz besonders schön. Also wir haben den nicht geschmückt, wir haben den jetzt so gelassen. Ich habe nur hier ein paar Kugeln dran gemacht und hier so ein bisschen Deko hingestellt, aber jetzt nicht wirklich viel in die Küche. Letztes Jahr hatte ich noch die Sterne an den Fenstern und ich habe aus dem letzten Jahr noch die Yankee Candle. Wie gesagt, ich behalte die immer. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe den Baum und ich liebe auch diese Lichterkette. Ich verlinke euch mal beides in die Infobox. Der hat auch einen schönen Fuß. Da musste ich jetzt nichts drum stellen oder sowas. Ich muss unbedingt die Bilder aufhängen. Wie hübsch sieht das aus? Ich setze mich jetzt an den Laptop, schneide das Video zu Ende und dann mache ich mich ein bisschen fertig. Was habe ich denn hier drunter? Ich verlinke euch die Sachen von It Cosmetics natürlich in die Infobox. Damit schminke ich mich jetzt gleich wieder. Ich muss diese Augenringe nämlich ganz dringend loswerden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag zu einem ganz neuen Video wieder. I love you.